Hallo meine lieben Waldbewohner und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht's im Tutorial um einen ganz besonderen Block, nämlich um den Carpenters Block aus der gleichnamigen Mod Carpenters Blocks. Das Ganze ist natürlich im Life in the Woods Modpack enthalten. Im Hintergrund zeige ich euch schon die ganze Zeit Sachen, die mit normalen Blöcken einfach nicht möglich wären. Jetzt sieht man zum Beispiel dieses vergitterte Fenster. Auf der einen Seite Fenster, auf der anderen Seite Gitter, aber immer noch auf der Oberfläche der Fenster. Und da oben sehen wir Stufenfenster. Und das dürften nicht einfach nur Glasscheiben sein, sondern Glasblöcke. Das Ganze auf die Hälfte reduziert. Genauso wie diese Mauer auch einfach nur halb so breit ist wie eine normale Mauer. In erster Linie sehen wir uns also die Grundlagen an, wie wir neue Sachen umsetzen können, die ohne diese Funktion einfach nicht möglich wären. Und da sehen wir auch schon den Block, um den es heute gehen wird. Es gibt auch noch weitere Blöcke aus dem Carpenters Block Mod, aber heute sprechen wir erstmal über den Standardblock und den Hammer, die Möglichkeiten, wie wir ihn bearbeiten können und wie wir ihn verändern können. Und das wird dieses Video schon um Längen füllen. Also viel Spaß bei dem Video! Wie so häufig fängt also das Tutorial auch mit einem Rezept an. Und zwar geht es darum, den Standardblock des Zimmermanns bzw. Carpenters Block, so wie ich ihn gerne nenne, herzustellen. Erstmal benötigen wir 8 Sticks und ein Eichenholzbrett. Wenn wir das in die Mitte legen und außenrum alle Sticks im Handwerksfenster platzieren, kriegen wir 5 Block des Zimmermanns bzw. Carpenters Blöcke. Und das ist auch schon das einfache Rezept. Es ist sehr leicht herzustellen und benötigt einfach nur ein bisschen Holz als Ausgangsmaterial. Allerdings muss man teilweise extrem viele herstellen, wenn man größere Projekte umsetzen möchte. Jetzt kommen wir zum zweiten Gegenstand, den ich heute vorstellen werde. Und das ist der Hammer des Zimmermanns. Und der macht die Carpenters Blöcke eigentlich erst so richtig interessant. Die Verwendung schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Auf jeden Fall brauchen wir 3 Eisenbahnen und 2 Carpentersblöcke, die etwa wie ein Hammer im Handwerksfenster platziert werden. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Glas und ein bisschen Holz mit, um die Möglichkeiten vorzustellen. Aber der Fantasie sind dabei eigentlich kaum Grenzen gesetzt. Das Ganze verfeinern wir, indem wir noch ein bisschen Glowstone mitnehmen, um nochmal ein extra Feature des Carpentersblock heute schon rauszuhauen. Vielleicht sollte ich hier wirklich mal einen kleinen Showroom einrichten, aber belassen wir es dabei und setzen den Block als ganz normalen Block auf den Boden. Alleine macht der Block nicht viel her. Gronkh benutzt ihn, glaube ich, manchmal als Fensterersatz, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber wenn wir jetzt den Hammer des Zimmermanns dazu nehmen und zum Beispiel Rechtsklick auf den mittleren Punkt vor einem mache, dann wird der Block halbiert. Oder anders gesagt, er wird ein bisschen eingeschrumpft. Er gilt jetzt auch tatsächlich als halber Block und das ist ein ganz besonderes Feature, denn man kann jetzt tatsächlich auch in ihm vorbeilaufen und ein ganzer Block würde mich wieder blockieren. Ihr könnt das ja im Hintergrund einmal sehen, das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Sobald ich jetzt auf dieselbe Seite wieder rechtsklicke, fährt der Block wieder aus. Und wenn ich jetzt von oben rechtsklicke mit dem Hammer des Zimmermanns, dann halbiert sich der Block nach unten hin gesehen. Übrigens, das sieht jetzt relativ einfach aus und vielleicht beim Standardblock ist es auch noch relativ einfach. Aber bei den anderen Blöcken, und das verspreche ich euch jetzt schon mal, wird das Ganze komplizierter. Wenn ich jetzt einen weiteren Carpentersblock daneben setze, dann ist es oft so, dass er den Block neben sich erkennt und demnach in dieselbe Form geht. Aber wir können ihn wieder zurückarbeiten mit dem Hammer des Zimmermanns. Übrigens verliert der Hammer des Zimmermanns auch Haltbarkeit, aber ich habe bis jetzt noch keinen kaputt gekriegt, eher mal einen verloren in irgendwelchen Kisten. PS, um hier was zu zeigen, habe ich einfach ein bisschen rumgespielt und dabei ist mir aufgefallen, hey, das sieht doch eigentlich aus wie ein Stuhl, also wie so eine Art großer Sessel. Solche Sachen sind es mit eigenen Blöcken kaum umzusetzen, um es auf eine gewisse Größe zu kriegen. Aber die Carpenters-Blöcke machen es möglich und man sieht hier, ja, das sieht schon ganz witzig aus. Natürlich solltet ihr in Life in the Woods lieber einen Biblocraft-Stuhl verwenden, aber ich denke, fürs Anschauen ist das ganz praktisch. Jetzt sieht das Ganze doof aus und ich habe bis jetzt nur den Strukturwandel der Blöcke erklärt, aber kommen wir zu dem wirklich wichtigen, den zweiten Punkt der Carpenters-Blöcke. Wir können einen Block mit einem anderen Design belegen. Und jetzt sind der Fantasie nun wirklich keine Grenzen mehr gesetzt. Ich setze den Block, nehme einen anderen Block in die Hand, mache Rechtsklick darauf, auf den ersten Block und er nimmt das Design des anderen Blocks an. Der Carpenters-Block wird jetzt nicht nur eingefärbt, sondern ihr habt sozusagen den anderen Block darüber gelegt. Das heißt, der Carpenters-Block hat jetzt auch die Funktionsweise des neuen Blocks übernommen. Diesen kann ich jetzt zum Beispiel sehr schnell mit einer Axt abbauen, da es ja Holz war. Und wenn ich das Ganze abbaue, dann droppen auch wirklich wieder beide Gegenstände. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, dieses Design, das man darüber gelegt hat, zu entfernen. Man macht einfach Shift-Rechtsklick mit einem Hammer in der Hand. So ploppt also der Block wieder heraus. Und man kann ein Design wieder entfernen, aber die eigentliche Struktur da lassen. Ihr kennt das von Glasblöcken zum Beispiel. Wenn ich einen setze und zerschlage, ist der weg, weil er kaputt geht. Wenn ich jetzt aber diesen Glasblock auf den Carpenters-Block setze, dann sieht er aus wie ein Glasblock. Wenn ich jetzt Shift-Rechtsklick mit meinem Hammer mache, ploppt der Glasblock wieder heraus. Wir haben ihn also behalten. Das heißt, der Carpenters-Block ist tatsächlich ein sehr, sehr geiler Block, um Glas auch aufzubewahren und nicht ewig zu verschwenden.
Jetzt haben wir gerade den Stuhl im Hintergrund gesehen und ich muss sagen, er sieht nicht sehr flauschig aus. Also sollten wir ein bisschen Wolle als Sitzfläche verwenden. Dazu nehme ich einfach ein bisschen Baumwolle von meinem Feld, mache daraus Strings und aus den Strings mache ich dann wieder Wolle. Jetzt habe ich mit meinem Hammer die Holzsitzlehne entfernt und den Wollblock benutzt, Rechtsklick drauf gemacht und den Carpenters Block mit Wolle belegt. Okay, das sieht jetzt aber komisch aus, als ob man auf einem halben Wollblock sitzt. Das sollte ja eigentlich nur eine Sitzfläche werden. Und wie gesagt, der Carpenters Block bietet wirklich extrem viele Funktionsweisen. Wir wollen jetzt also nur die Sitzfläche mit Wolle behaften. Also setzen wir das Holz wieder in den unteren Bereich und obendrauf die Wolle. Der Carpenters Block lässt also alle Seiten auch nochmal zusätzlich mit einem neuen Design einfärben. Ähnlich wie als wenn man einen Teppich darauf legen würde. Das geht allerdings bei allen Seiten, was extrem praktisch ist. Wir sehen hier auch nochmal ein bisschen den Höhenunterschied, der aber nicht als Höhenunterschied gezählt wird. Schauen wir uns das Ganze nochmal in einem frischen Block einzeln an. Zuerst belegen wir den Carpenters Block mit einem Design, in dem Fall Holzbretter. Danach können wir jede Ecke bzw. Seite mit einem neuen Design belegen, in dem Fall Glas. So habe ich jetzt sozusagen einen Holzwürfel mit Glasseiten gemacht. Wenn ich einen neuen Block daneben setze, dann ploppt sogar das Glas von alleine wieder raus. Ich verliere also nichts dabei und es wird nicht dahinter eingequetscht. Das veranschaulicht uns zwar das Ganze, allerdings ist es nicht das beste Design. Also nehmen wir mal das Ganze wieder raus und gucken uns an, wie das aussieht, wenn wir das umdrehen. Ich nehme jetzt also das Glas mal als Grundlage und platziere außenrum einfach mal Holz. Und das sieht jetzt so ein bisschen aus wie so einen kleinen Tisch, der hier steht. Übrigens, ihr könntet das Glas auch schisseln, sodass es fast unsichtbar wirkt. Und dann hättet ihr einfach nur noch diese Planken, die diese Rundung ergeben. Und jetzt machen wir das Ganze noch ein bisschen cooler und benutzen Glowstone-Staub. Shift, Rechtsklick auf den Carpenters-Block mit Glowstone und der Block leuchtet. Man hat es eben gerade ein bisschen gesehen, dass der Block angefangen hat zu leuchten. Nachts sieht man das natürlich besser. Und das ist auch ein extrem mächtiger Designfaktor, den ihr immer wieder verwenden solltet. Spielt bitte damit ein bisschen rum und probiert ein bisschen was aus. Und was mir jetzt selber aufgefallen ist und wir am Anfang des Videos kurz gesehen hatten, irgendwelche Sachen mit diesen Eisengittern zum Beispiel dann vergittern, sieht immer ziemlich cool aus. Gerade bei Glas ist das eine extrem mächtige Möglichkeit, um so eine Vergitterung herzustellen. Das konnte man vorher kaum umsetzen. Also schauen wir uns die Funktion nochmal kurz im Schnellablauf an. Wir stellen uns Carpenters Blöcke her, können die setzen, können mit dem Hammer die Struktur bearbeiten, können Blöcke nehmen, die wir da reinlegen, um das Design anzupassen, können Sachen da drauflegen, um die äußeren Designs anzupassen. Dann kommt noch das mit dem Glowstone und eure Fantasie. Demnächst sehen wir noch andere Sachen hier in den Tutorials, wie zum Beispiel die Carpenters Door, die Schrägen oder die besonderen Stufen. Außerdem gibt es auch noch coole Funktionen, wie zum Beispiel Zäune. Und glaubt mir, auch noch einiges mehr. Und wie immer ein kleiner Tipp zum Schluss. Verwendet den Chisel, um Gegenstände eine andere Optik zu geben und damit den Carpenters Blöcken eine andere Struktur zu geben. Zusätzlich natürlich zu den Extra-Funktionen wie das Leuchten oder andere. Wie schon gesagt, werden auf jeden Fall mehr Sachen aus der Carpenters Block-Reihe kommen und damit werden wir am Ende extrem coole Architekturen umsetzen können. Damit auch du das nicht verpasst, abonniere einfach den Kanal, dann kriegst du alle neuen Videos direkt in die Abo-Box. Außerdem hilft mir das extrem und ich danke dir dafür. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Ich entschuldige mich nochmal für meine Erkältung, die ich gerade auskuriere, aber das ist hoffentlich bald vorbei. Und damit wünsche ich dir noch einen geilen Tag mit Minecraft Live in the Woods.